Magen komm ich aus. Hey, Leute. Hey, Buddy. Hey, Cindy. Wie geht's dir? Auf der Deckung. Oh. Ach, komm schon, du musst sehr viel schneller sein, Flachtittchen. Hey, Leute. Hallo. Hey. Wollt ihr mich weiter angaffen oder bietet mir einer von euch einen Platz an? Ich habe ihn schon vorgewärmt. Es ist der beste Platz hier im ganzen Haus. Der zweitbeste. Professor, ist das hier das Haus, in dem ein junges Mädchen von einem Dämon oder sowas besessen war? Ja, sowas erzählt man sich, aber es ist nie bewiesen worden. Oh! Oh! Alles so gut. Wer wünscht eine Vorspeise? Oh! Hey, die Brötchen sehen gut aus. Oh ja, und die sind doch noch so weich und warm. Hey. Oh, hoppala, tut mir leid. Oh, die sind köstlich. Oh, vielen Dank, Kleines. Die sind handgemacht. Okay. Dann wollen wir mal. Der Kartoffelbrei dürfte jetzt auch langsam fertig sein. Ich muss ihn nur noch mal kurz durchrühren. Gut. Gut. Okay, also, haut rein. Alles klar, es wird Zeit für den Truthahn. Oh, was für ein wunderschöner Fuß. Nein, 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 nein. Hey, Mann, lassen Sie das. Wieso ruhen Sie sich nicht aus und lassen mich das einfach für Sie machen? Ja. Geben Sie der kleinen Hand eine Pause. Das mache ich gerne. Aber ich finde das äußerst nett von dir, dass du mir das anbietest. Lass dich doch mal zwinkern. Ich hab wieder mich. Wisst ihr, viele Menschen haben sehr großen Respekt vor der Zubereitung eines Truthahns, aber im Grunde ist das völlig einfach, wenn man nur die Anatomie von so einem Tier kennt. Hier hinten haben wir ein witzig kleines Arschlöchlein. Aber es ist gerade groß genug, um mit der Hand reinzukommen, um es mit allem möglichen Scheiß zu füllen. In den Vögeln sind noch alle Innereien. Die Muschis und die Schniedelwutze. Und viele Leute begießen ihren Truthahn mit Fett, aber ich mache das lieber so. Ich lecke ihn ab, bis hin zu seinem kleinen Po-Löchlein. Schmeckt nicht gut. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist. Aber ich leck's trotzdem hoch und runter. Und dann halte ich ihn gern so vor mich. Halleluja! Dann suche ich mir eine schöne Stelle aus, drück mir da was aus und bing, kriegt das Tier das gewisse Etwas. Ich würde sagen, er müsste jetzt soweit sein. Ja, jetzt können wir ihn servieren. Schön. Also gut, wer hat Lust auf einen Flügel? Auf den vom Truthahn oder auf Ihren? Ich weiß schon, was Sie wollen. Ich glaube, Sie hätten gerne eine Keule. Oder besser noch zwei. Wie wäre es, wenn ich Ihnen diese zwei Keulen direkt in Ihren Po stecke, und zwar bis zum Anschlag? Dwight, ganz ruhig. Hansen, wenn Sie die Frage gestatten, steht auch etwas auf dem Speiseplan, was Sie nicht persönlich zubereitet haben? Nun ja, den Nachtisch habe ich liefern lassen. Hier kommt die Torte. Na los, macht Platz. Okay. Wer möchte das erste Stück von dem Törtchen? Ich würde sehr gern. Hast du ein Auge darauf geworfen? Oh, sieht die gut aus. Reichen Sie das doch bitte mal weiter, ja? Dankeschön. Sehr. Meine Keime. Meine Keime. Meine Keime.